zusammen. Für wen hältst du dich eigentlich? Also das ist ja eine wichtige Frage mit der Identität. Ne? Identität ist ja wirklich super wichtig, zu wissen, wer man ist. Durch die Angst ins Vergnügen finden wir es raus. Also zunächst einmal könnten du und ich uns ja ganz sicher darauf einigen, dass wir Menschen sind. Aber Menschen werden wir eigentlich selten genannt. Also wir können ja einfach mal jetzt kurz alle zu unserem Briefkasten gehen und mal so die neuesten Machwerke durchblättern. Es wird vermutlich sich keinen Brief finden lassen, in dem du als Mensch angesprochen wirst. Sehr geehrter Herr Mensch. Vermutlich nicht. Auch in Gesetzen oder Ähnlichem wirst du ja nicht als Mensch, da bist du als Person geführt. Aber das ist ein anderes Thema, das besser zu dem Komplex passt, den wir auch gerade noch bearbeiten mit Handelsrecht und Verträgen etc. und wird dann im dritten Teil von diesem Wer beherrscht eigentlich die Welt-Video noch aufgeklärt werden. Hier geht es mir heute um was ganz anderes, nämlich um Geschichte und die Frage, was ist eigentlich ein Deutscher? Also man nennt dich einen Deutschen, aber weißt du überhaupt, was das bedeutet und wo das herkommt? Denn das Wort Deutscher kommt aus dem Jüdischen und ist sozusagen ein Gegenwort zum Jüdischen. Also es gibt die Juden und die, die dem Volk zugehörig sind oder eigentlich streng genommen die, die noch zum Judentum konvertieren müssen. So, an der Stelle will ich nichts falsch machen, deswegen lese ich euch das mal lieber kurz vor. Der erste wichtige Beleg ist eine Textstelle aus dem 4. Jahrhundert, eine Passage in der gotischen Bibelübersetzung des Bischofs Wulfilla, Galater 2,14. In seiner griechischen Vorlage fand er als Gegenbegriff zu jüdisch den Begriff Ethnikos, zum Volk gehörig. Die nichtjüdischen Völker, die auch christlich bekehrt werden sollten, wurden mit diesem Wort zusammengefasst. Wulfilla übersetzt es ins Gotische und verwendet es dazu das Wort Judisco. Wulfilla schrieb für seine gotischen Stammesgenossen, er musste einen Begriff verwenden, den sie verstehen und auf sich beziehen konnten. Judisco, Tedesco, Deutsch, als das dem eigenen Volk zugehörig. Ja Mensch, hast du das gewusst? Dass Deutsch bedeutet, dass du zu dem Volk gehörst, was noch zum Judentum bekehrt werden muss? Ist ja spannend. Ja, tut mir leid, mit dem Begriff kann ich nichts anfangen, denn ich werde nicht mehr zum Judentum bekehrt. Ich möchte nicht zum Judentum bekehrt werden. Ich werde nicht zum Judentum bekehrt werden und ich kann auch gar nicht zum Judentum bekehrt werden, denn meine Mutter ist keine Jüdin. Ach so, manche Leute nehmen das nicht so streng, die Aschkenasi-Juden zum Beispiel, nicht wahr? Ist ja egal. Ist ja egal. Ich jedenfalls kann mich ab jetzt, wo ich es weiß, gar nicht mehr als Deutsche bezeichnen. Denn ich gehöre nicht zu dem Volk, was noch zum Judentum bekehrt werden muss. Was für eine Unverschämtheit, mich so zu nennen. Also danke. Ich bin wohl offensichtlich keine Deutsche. Na, was bin ich denn dann? Dann bin ich doch wahrscheinlich eine Germanin. Wieder falsch. Das Wort Germanien wurde eingeführt von den Römern, genau genommen von Julius Caesar. Der hat das erste Mal benutzt. Streng genommen ist das bis heute nicht wirklich geklärt, woher dieses Wort eigentlich kommt. Die ersten Bezeichnungen der Deutschen oder des Gebietes als Germania fand etwa 200 vor Christus statt, wenn man diesen ganzen Geschichtskram glaubt, wenn man diesen Zeiten glaubt, die sich die Römer ausgedacht haben. Dann hat Julius Caesar dieses Gebiet Germanien genannt. Egal, wo du nachschaust, du kriegst irgendwie keine so wirklich echte Herkunft für das Wort. Und das bedeutet, es ist ein Kunstwort, das uns irgendwann aufgesetzt wurde. Denn jedes Wort, beziehungsweise jede Wörter haben ihre Bedeutung, sogar natürlich eingeschlossen. Ihr könnt euch mal ein bisschen mit Gematrie befassen und mit der hebräischen Sprache und dass jedes Wort auch einen Zahlenwert hat etc. Das sind die Frequenzen der jeweiligen Wörter. Jetzt wird es hier aber irre kompliziert. Wir nehmen ja nur Frequenzen wahr, wir hören und sehen Frequenzen, Wörter sind Frequenzen und stellen damit Realitäten dar. Es ist jetzt ein bisschen zu viel Metaphysik, würde ich sagen, aber das Wort Deutsch sowie das Wort Germane ist ein von außen oben aufgesetztes. Was finden wir noch raus, wie diese germanischen Stämme noch gehießen haben? Ja, wie hießen wir denn wirklich? Ich teile euch hier drunter mal den Kanal eines YouTubers, der sich die Mühe gemacht hat zu allen diesen germanischen Stämmen oder jedenfalls alle, die er finden konnte. Ich habe es auch noch nicht komplett durchgeguckt.
kleine Dokus zu machen. Diejenigen, deren Namen uns wohl heute noch am meisten ein Begriff sind, das dürften doch wohl die Barbaren und Vandalen und die Süben sein. Die Süben jetzt wahrscheinlich einfach eher wegen ihrer Götterherkunft, und es ist ja auch wichtig, dass wir das heute noch wissen, dass manche von uns von den Göttern abstammen, nicht wahr? Und ansonsten hätten wir da dann halt einfach noch die Barbaren und die Vandalen. Na, was passiert denn, wenn du diese Wörter heute mal irgendwo nachliest? Ein Barbar ist ein roher Mensch, ein dummer Mensch, ohne irgendwelche Gepflogenheiten, ohne Benehmen, ohne Verstand, der einfach alles auseinander nimmt. Ein Wilder, ein Barbar. So wird das Wort heute definiert. Ein Vandale, jemand, der alles zerstört, keinen Stein auf dem anderen lässt, mutwillige Zerstörung, einfach so. Das sind Vandalen. Und das sind deine Vorfahren. Vandalen, Barbaren. Warum ist es den Geschichtsschreibern, Geschichtsverfälschern so wichtig gewesen, dass wir heute nicht mal mehr wissen, wie unsere Vorfahren hießen? Und die, wo wir es noch wissen, die halten wir für völlig roh und böse. Das ist dein Stamm, von dem du abstammst. Und du hast dir von anderen Leuten erzählen lassen, dass dein Stamm barbarisch, vandalistisch, zerstörungswüterisch und dummes. Ach, diese Deutschen, man kann ihnen einfach nicht böse sein. Im Grunde genommen ist die Geschichte der Deutschen so. Stell dir vor, du und deine Familie seid die ganzen Deutschen, ihr seid einfach die Deutschen. Und dann kommt irgend so ein Typ, der ist dein Feind, der will dir dein Land wegnehmen, der will dir einfach alles wegnehmen. Und von dem lässt du dir jetzt erzählen, dass deine Familie ein Haufen wilder Vollidioten ist. Alles, wovon du abstammst, ist dumm und schlecht. Und der, der dich gerade angreifen und erobern will, das ist der einzig Gute. Das ist Geschichtsschreibung. Ihr seid, wenn ihr mich fragt, keine Deutschen und auch keine Germanen. Und warum war es mir so wichtig, euch das zu erzählen? Ganz einfach. Weil momentan alle Leute in der Geschichte viel zu weit hinten ansetzen. Es gibt hier Leute in diesem Land, die verlangen nach einem Kaiserreich. Es gibt hier Leute, die verlangen nach der Weimarer Republik. Es gibt hier Leute, die verlangen eine ganze Menge Zeug und setzen damit in der Geschichte erst da an, wo eine Horde Wilder die Erde eigentlich schon lange unter Kontrolle hat. Was haben wir davon, wenn wir in Kaiser oder in der Kaiserzeit oder in der Weimarer Republik wieder landen? Da sind wir die Deutschen. Da sind wir schon längst verarscht worden. Die Geschichte hat früher stattgefunden. Die Eroberung und Versklavung der gesamten Menschheit greift weit, weit, weit zurück. Und wir sollten mindestens im Jahr Null beginnen, sobald wir herausgefunden haben, wann dieses Jahr Null überhaupt sein soll. Und zwar ohne, dass uns irgendein Papst das erklärt mit seinem gregorianischen Kalender. Leute, forscht. Bitte forscht. Ihr wollt keinen Kaiser, ihr seid keine Deutschen, findet raus, wer und was wir sind. Durch die Angst in die Identität. Ich freue mich drauf. Es ist wahrscheinlich nötig, es noch sehr, sehr oft zu sagen. Wir haben eigentlich eine christlich-jüdische Tradition in unserem Land und auch in Europa. Ist auch ganz gut, mal daran zu erinnern.